Petra Rosner, Girls Team. Leipzig hat eine riesige Tradition im Sport und natürlich auch im Radsport. Und ich finde es wunderbar, dass jetzt etwas in Bewegung kommt, was jungen Frauen, Mädchen die Möglichkeit geben soll, den Radsport kennenzulernen und vielleicht sogar mal ganz auf den Gipfel zu klettern, nämlich bei Olympia mitzumachen. Neben mir stehen zwei Damen. Einmal Petra Rosner, das ist die weltbeste Radsportlerin, die wir in unseren Mauern hier in der Stadt begrüßen. Und Sydney steht zwischen uns, eine junge Dame, die sich entschieden hat, beim Radsport mitzumachen. Zunächst mal, Petra, was hast du vor mit diesem Team? Ja, wir wollen hier Schritt für Schritt was entwickeln, was es hier in der Stadt nicht gibt, was absolute Mangelware ist. Und wir sind die Weltspitze. Und das ist ein langer, langer Weg, der sicherlich 10 Jahre dauert. Wir fangen jetzt ganz unten an. Das macht schon riesig Spaß mit den Mädchen. Wir haben schon 10 Teammitglieder in unserem Girls-Team. Und Sydney ist eine davon. Sydney, es gibt ja nun wahnsinnig viele Möglichkeiten, Sport zu treiben. Und trotzdem hast du dich für den Radsport entschieden. Warum und was willst du erreichen? Na, also ich habe mich für den Radsport entschieden, weil meine Mutti früher auch Radsportlerin war und auch durch die Petra, die habe ich schon sehr lange gut gekannt und ja, die beiden haben mich da so ein bisschen hingebracht und seitdem ich das erste Mal gemacht habe, hat mir es riesen Spaß gemacht und ja, dann auch durch den Erfolg jetzt von Jahr zu Jahr macht es natürlich auch noch mehr Spaß dran zu bleiben und genau deswegen habe ich mich für Radsport entschieden. Ja, meine Damen und Herren, das ist doch wunderbar. Es gibt ein neues Projekt. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt und wir drei und viele andere hoffen auf große Unterstützung.